Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich hatte doch hier Ballen gestapelt. Warte mal, muss ich doch gerade mal telefonieren. Leon Müller vom LUV, wie kann ich helfen? Jo, Volker Wauner hier. Ist der Chef ja auch da? Nee, grad nicht. Soll ich ihm sagen, dass er sie zurückrufen soll? Jo, bitteschön dat. Jo, tschüss, schönen Dank Tag schön noch. Dat. Tschüss. Der von Müller hier? Ja, Herr Müller, Volker Wauner hier, hallo. Hallo. Irgendwie gar keinen Sinn. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Oh, was für welche? Ich brauche leider Ihre Schafe doch nicht. Okay. Ja, das Problem ist, die haben mir versprochen eigentlich, dass sie die Schafe beim Metzger auch benutzen können. Aber machen sie jetzt doch nicht. Die haben neue Vorschriften irgendwie gekriegt. Deshalb kann ich mit ihren Schäfchen leider nichts anfangen. Da muss es halt irgendwie anders zu einem anderen Metzger bringen. Ja, schade. Also ich hätte jetzt sehr gerne angenommen, weil wäre natürlich geschickt gewesen. Die waren bestimmt schon so weit, dass man die hätte schlachten können. Ja. Aber kann ich leider jetzt auch nicht ändern. Ja. Nur, dass sie Bescheid wissen. Ja. Aber was macht sonst so ihr Hof? Geht's voran? Ja. Ich hab jetzt gerade eben... Sind sie aber traurig, oder? Was? Jetzt sind sie aber traurig, hört sich so an. Ja. Ich hoffe, sie hatten das Geld jetzt nicht schon verplant. Nein, alles gut. Okay, Glück gehabt. Also, was machen die Geschäfte? Ja, gehen laufen. Laufen voran. Okay, das ist immer gut zu hören. Haben Sie was zu tun? Brauchen Sie Arbeit? Hab gerade selber zu tun mit meinen Feldern. Ah ja, okay. Ja, das muss ich auch mal wieder ansehen. Ja, ich brauche unbedingt zurzeit irgendeinen billigen oder was weiß ich, irgendwie einen Miststreuer, dass ich Kompost ausbreiten kann auf dem Feld. Kompost? Wo haben Sie denn Kompost her? Ja, das könnte ich dann vom LU sozusagen abholen. Ach so, ja, stimmt, Bio. Müssen ja Kompost draufhauen, gell? Ja. Okay. Können Sie sich keinen kaufen? Die sind doch nicht so teuer. Ja, ich muss mal gucken, wenn ich muss halt mein Auto, was ich meine, jetzt halt irgendwann holen wollte, muss dann halt noch warten, aber... Sowas müsste man auch schon fragen. Weil ich meine, Sie könnten sich ja den Mist an den Hof liefern lassen. Ja, Kompost kann ich ja. Kompost meinte ich doch. Und dann vom Hof aus nur zum Feld bringen. Ja. Ich habe ja hier am Hof bei mir einen schönen Ladewagen, aber der funktioniert leider Ladewagen sei schon. Miststreuer, aber der funktioniert leider nicht. So ein altes Ding, oder was? Wenn man das wieder aufrüsten würde und neu machen würde, würde der eigentlich vollkommen noch funktionieren, aber Schade. Hängerkupplung fehlt, Räder sind weg, ganz schön durchgerostet. Ob sich das noch was lohnt? Ich glaube, da stecken sie genauso viel rein wie für einen neuen. Ja. Okay. Gut, dann... Tut's mir leid. Alle Punkte. Gut, bis dann mal. Ja. Tschüss. Ciao. Du. Ja. Ja, was hättest du jetzt mit dem Anhänger gemacht? Ja, wie? Ja, wo hättest du die Dolly dran gehängt? Da hättest du hinten auf das Flachbett geklatscht. Ah ne, hast sogar ein Ding dran. Ja.
Kugelkopf. Okay. Ja, war ich schneller, ne? Du, meine andere Frage. Hm? Wenn du dir jetzt den Hacker kaufen würdest. Ja. Was willst du denn dann für die Tonne haben? Ah, du hast das Geschäft schon durchsehen, wa? Ja, natürlich. Weißt du, eigentlich hätte ich selber Interesse dran. Sag ich dir ganz ehrlich. Aber, ja, mit welcher Zeit soll ich das anstellen? Was ist denn, wenn wir eine Partnerschaftsdingsbums daraus machen? Das heißt, was heißt das? Kaufen uns den Hacker zusammen. Wir machen Hälfte vom verkauften Hackschnitzel. Ja, aber ich werde ja wohl kaum Hackschnitzel an mich selber verkaufen. Ja, aber braucht der Neumann nicht Hackschnitzel noch? Ja, aber was hast du am Ende davon? Der braucht nicht viel, ne? Ich glaube nur für die Düngerproduktion, oder? Ja, dann braucht der nicht viel. Also dann hat sich das Thema auch schon erledigt. Also je nachdem würde ich da schon mit einsteigen, ja? Ist nur die Frage, wie man das verkaspern. Dass ich, keine Ahnung, die Hälfte zahle und du kriegst den Erlös, den an Neumann geht. Und ja. ich kann den Hacker benutzen, wie ich ihn brauche. Weiß, da kommt bei dir eigentlich nicht so viel rum. Eigentlich gar nichts. Ja, beide, die Hackschnitzel könntest du auch an einen Komposter verkaufen, oder? Aber das wird's LU wahrscheinlich eher mit Stroh befüllen. Ja, ja. Aber brauchen wir noch Hackschnitzel? Sonst nirgends, glaube ich, gell? Nur bei meinen Produktionen. Was denn sonst noch generell? Ah, der Kompost hast du schon verkauft, okay. Ach, du suchst jetzt gerade, was du noch kaufen kannst, oder was? Ja. Ich will irgendwie noch eine Produktion haben. Ich habe ja nur diese Produktion, weißt? Irgendwas Geiles noch haben, wo ich mit richtig Patte verdienen kann. Wie wär's denn mit der Dönerbude? Ah, aber da brauchst du Nebenprodukte, weißt du, die keiner hat. Ja, aber weißt, wenn jeder sagt, oh, ich kaufe mir das nicht, weil da brauche ich nur das andere, dann kommt ja nie was zusammen. Ich glaube, dann da kommt einer angefahren. Oh. Ah, hier ist mein Trecker, der noch an ist. Ha, sorry. Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Ah, übrigens, der Drescher von mir, der steht jetzt immer da hinten auf dem Waschplatz, okay? Nicht, dass du den verwechselst. Weil da drüben steht noch ein Drescher. Ja, welcher ist denn jetzt welcher? Der drüben auf dem Waschplatz ist meiner. Und das war der hier gestanden ist? Nein. Der hier gestanden ist, ist vom Müller. Und der steht hier vorm Haus. Ja, okay. Gut. Ja, du könntest ihn auch einfach mal in deine Garagen einparken. Dann würde ich ihn auch finden. Drescher vielleicht, aber schneid weg nicht. Ja, ja, ja. Kann draußen stehen bleiben. Nur ich weiß auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, aber was wäre denn, wenn du die Hackschnitzelbude kaufst, den Hacker-Dinger, wie viel willst du denn dann haben? Für die Tonne. Das ist ein guter Preis. Was verkaufst du denn Bäume? Bäume. Du kannst ja auch selber Bäume fällen. Ah, dafür brauche ich aber wieder einen Harvester und. Tja, siehst du, einen Harvester habe ich. Siehst du, ich nicht. Was ist, wenn ich drei Viertel von der Prodi zahle?
Was kostet denn das Ding? Ding kostet knapp 40.000 wieder. Ja, wenn ich 40.000 zahle, 45, könnte ich, glaube ich, locker machen. Eventuell sogar 50.000. Ja, nur was nimmt man für einen Hackschnitzel? Im Preis pro Tonne. Ja, was sagt denn der Marc? Gar nichts. Gesperrt. Gar nichts? Ah, gesperrt. Lass ihn nicht zu. Doch, hier. 68. Ja, also doch nicht gesperrt, du Held. Weißt du was, ich hatte sogar eher an 100 gedacht. Sogar eher so an 200, 300 gedacht. Nee, das ist zu viel. Hackschnitzel, das ist doch ein gutes Zeug. Hallo, dafür müssen Bäume umgeknüppelt werden. Also für eine Kartonpalette? Ja, aber so kannst du es nicht rechnen, gerade. Nee, ganz ehrlich, es macht für mich eigentlich keinen Sinn, wenn ich dir das abkaufe. Muss ich schon sagen, aber auf der anderen Seite verstehe ich schon deine Intention dahinter. Wobei es für mich natürlich auch easy wäre, immer, dann müsste ich nicht dafür etwas tun. Nur die Stämme hinbringen. Na, dafür könnte ich dir auch meinen Harvester zur Verfügung stellen, das ist auch kein Thema. Ja. Und pass auf, ich zahle dir... Wie viele Tonnen brauchst du immer unten bei deinem Sägewerk? Ist unterschiedlich. Circa. Ich habe jetzt, glaube ich, noch Stroh im Silo für die... Stroh habe ich noch für zum Brennen. Warte mal, ich guck mal gerade rein. Holzkohle. Eigentlich lohnen wird sich der für mich nicht. Fällt mir gerade auf. Ja, warte mal. Bei dem Preis. Ja, jetzt warte erstmal ab, was wir da sagen. 20.000 Holzkohle. Warte mal, ich rechne dir mal kurz aus. Da gehen 36.000, also 56. Papier. Moment, ich komme sofort wieder. Ja, ja. Papier 76. Wo sind wir jetzt hin? Ja. Hä? Ja. Hä, wo ist denn jetzt dein Glas hin? Na, da drüben. Braucht der was oder was? Ja, Pause. Also, wenn ich einmal voll machen würde, bei allem wird es so 76.000 Liter sein. 76.000 Liter, ja. Ja, bei 100 Euro pro 1.000 Liter. Wären das also... 1.600. Sagen wir 70.000. Ja. 7.000 Euro. Ja. Es hieße, nach 10 Mal würdest du Gewinn machen. Nur bei mir. Ohne die Holzkohle, die noch zum Neumann muss. Da ist die Frage, wie schneller Zeit hast du das weggeknöppelt, das Zeug? Ein, zwei Tage. Also geht das schon schnell. Ja.
Und ich meine, wenn ich dir 100 zahle, heißt das ja nicht, dass der Neumann dir auch 100 zahlen muss. Könnt ja auch, könntest bei dem ja auch einen anderen Preis machen. So, 5000, ja. Naja. Klingt schon gut. Also, Ja. und wie gesagt, mein Harvester könntest nutzen. For free? Wenn du den Service machst, ja. Wie viel hat denn der letzte Service bei dir gekostet, bei dem? Jo, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, der war noch gar nicht. Der steht ja jetzt schon wieder Wochen rum. Braucht er aber nicht viel, oder? Nee. Also du nutzt den ein paar Mal aktiv und dann steht er wieder 10 Monate rum. Überleg's dir. Ich überleg's mir, da melde ich mich nochmal bei dir, Jo, wie okay? gesagt, ich würde dir Hackschnitzel für 10, 100 € pro 1000 Liter abkaufen. Kannst du Okay. beim Neumann mal anklopfen, was der dir zahlen würde? Jo, mach ich das. Okay. Gut, bis dann immer. Jo, ciao. Tschö. So, liebe Leute, harte Verhandlung. Schauen wir mal, Hey. was dabei rauskommt. Ja. Kannst du mich mitnehmen? Wohin? Stückchen, da hoch, zu meinem Eicher. Wo ist der? Da oben auf der Ecke, hab keinen Bock zu laufen. Da oben auf der Ecke. Auf dem Dach steht Ja. nichts. Nee, hier raus und dann hier oben in der Kurve, am Feld da oben. Ja, kann ich machen. So, also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Tür euch gefällt, klemmt. dann hast du Pech gehabt. Dann musst du doch laufen. Ah, okay, Ciao. tschüssi. So, jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.